Goldinvest.de hat es heute nach Neubrandenburg verschlagen, und zwar aus gutem Grund. Wir haben heute die Gelegenheit, mit Herrn Joachim Schomburg zu sprechen von der Durtech GmbH. Er ist einer der Experten auf dem Gebiet der technischen Mineralogie und unter anderem sitzt er im Board der kanadischen iMinerals, die ein sehr interessantes Projekt, das Bovil-Projekt, bearbeitet. Wir wollten uns heute dazu und zu einigen Details nochmal genauer informieren lassen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vorab vielleicht mal die Frage, wie es dazu gekommen ist, dass Sie mit iMinerals zusammenarbeiten, sagen wir mal. Ja, wir beschäftigen uns etwa seit 2006 mit der Entwicklung hochreiner Mineralprodukte, die spezielle Eigenschaften mit sich bringen. Und es gibt im Zusammenhang mit der Entwicklung der Nanotechnologie den Bedarf, sich mit ganz speziellen, ultrafeinen Mineralen zu beschäftigen, die in diesen Bereichen eingesetzt werden. Und wir haben die Gesellschaft iMinerals und das Vorkommen, welches von ihr entwickelt wird, zusammen mit anderen sehr seltenen Halloysit-Vorkommen identifiziert. Und deshalb gibt es seit dem Jahr 2008 eine entsprechende Zusammenarbeit. Wir beschränken uns im Wesentlichen auf die Entwicklung von neuen Applikationsmöglichkeiten, die ein sehr hohes Wertschöpfungspotenzial haben. Das betrifft im Detail Einsatzmöglichkeiten der Halloysite-Nanotubes in den Bereichen Cleantech, also neue Technologien, die im umweltrelevanten Bereich angewandt werden, wie zum Beispiel die Adsorption von gasförmigen Luftschadstoffen, die Adsorption von Kontaminanten oder die Adsorption von radioaktiven Isotopen. Im Bereich der Material Sciences geht es insbesondere darum, das Potenzial der Halloysite als funktionelle Füller darzustellen in Polymersystemen, in neuartigen Farbprodukten, Coatings und so weiter. Und seit ungefähr 4-5 Jahren sind die Halloysite auch in dem Bereich Life Sciences als ein Material mit sehr hohem Potenzial identifiziert worden. Hier geht es beispielsweise um neuartige kosmetische Formulierungen, um die Entwicklung von Drug Delivery Funktionen, die neuartige Medikamentapplikationen mit sich bringen können. Wir selbst haben hier eine eigene Produktentwicklung angeschoben, die das Potenzial der Halloysite für neuartige Wundverbände darstellt. Mittlerweile ist das bis in den Bereich der Prototypen entwickelt worden und das sind die Dinge, die uns in der Zusammenarbeit mit der Firma iMinerals interessieren. Jetzt sind wir schon einen Schritt weit gegangen. Wir wollten gerne von Ihnen nochmal hören, einige wenige Details zum Vorkommen der iMinerals direkt, denn es wird ja nicht nur Halloysit dort abgebaut, was dieses Vorkommen speziell macht. Die Vorkommen, die iMinerals abbauen wird, zeichnen sich durch zwei Eigenschaften aus, die sie etwas herausheben aus den üblichen Industriemineralvorkommen. Das eine ist, dass sie oberflächennah abgebaut werden können. Das heißt, im Grunde genommen der wirtschaftliche Faktor Abraumhaltung und Ähnliches kaum eine Rolle spielt. Und was das Interessante ist, dass iMinerals eine Technologie entwickelt hat, die nahezu das gesamte Mineralieninventar des Vorkommens, bestehend aus Kaolinit, Quarz, Feldspat und eben Halloysit, zu Finalprodukten verarbeitet und kaum Produktionsrückstände haben wird, wie es vielfach bei Industriemineralen und deren Aufbereitung zu beobachten ist, was ein wirtschaftlich interessanter Aspekt ist. Die Mineralprodukte, die basieren auf Feldspat, Kaolinit und Quarz, sind im Commodity-Bereich ansässig, das heißt also
Hier sind die Applikationsmöglichkeiten in der Keramikindustrie, Papierindustrie und vielen anderen über viele Jahre schon bekannt. Hier gibt es einen Standortvorteil für das Vorkommen von Alminerals, weil es im westlichen Bereich Nordamerikas kaum vergleichbare Lagerstätten gibt. Bisher wird der nordamerikanische Markt aus dem Südosten der USA im Wesentlichen versorgt, was diese Industriemineralrohstoffe Kaolinit und Feldspat anbelangt und auch Quarz. Und es können im Übrigen auch diese Produkte durch entsprechende technologische Aufbereitung als hochqualitative Produkte eingesetzt werden, die natürlich im Preisniveau als Commodity-Materialien sich deutlich unterscheiden von den Halloysiten. Das heißt, wenn wir über Halloysit-basierte Mineralprodukte sprechen, sprechen wir über Preise, die ab 2-3 Euro pro Kilogramm aufwärts entsprechend saldieren. Und hier liegt also eine sehr interessante Unikalität des Vorkommens und des Projektes, welches Alminerals dort verfolgt. Nun haben wir das Thema Halloysit schon angesprochen. Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen und vielleicht können Sie uns eine allgemeinverständliche, sagen wir mal, Erklärung geben dessen, was Halloysit wirklich ist. Halloysit ist chemisch das gleiche wie das Mineral Kaolinit. Es besteht im Wesentlichen aus Silizium-Tetraedern, Aluminium-Oktaedern als Zweischichtsilikat. Die Halloysite sind nicht plättchenförmig ausgebildet morphologisch, sondern sind aufgerollt. Daher die Bezeichnung Nanotubes. Diese Nanotubes haben eine Dimension, variierend nach Lagerstätte, zwischen etwa 500 Nanometer und 2 Mikrometer in der Länge und ein Hohlvolumen etwa mit einem Durchmesser zwischen 20 und 40 Nanometern, welcher dann für bestimmte Beladung mit Agenzien zur Verfügung steht. Und es ist so, dass Halloysite weltweit vorkommend sehr selten sind. Wir haben im Laufe der zurückliegenden Jahre insgesamt weltweit 10 Vorkommen identifiziert, die über hinreichend sichere Mining Rights entsprechende gewinnbare Rohstoffvorräte und entsprechende Vorerkundungsergebnisse auch verfügen. Und eines dieser Vorkommen ist das Halloysit-Material, welches in dem Lagerstättenprojekt, welches E-Minerals entwickelt, vorkommt. Es unterscheidet sich von anderen Halloysiten dadurch, dass es ein besonders hohes Aspektratio hat. Das ist das Verhältnis von Länge zu Durchmesser, welches beispielsweise für Applikationen im Bereich Material Sciences oder Life Sciences von entscheidender Bedeutung ist. Also das haben wir in unserem Vorgespräch auch schon angesprochen, dass Halloysit nicht gleich Halloysit ist, sondern dass verschiedene Lagerstätten quasi für verschiedene Anwendungen besser oder schlechter geeignet sind. Können Sie uns da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen? Die Lagerstätte, die im Moment am deutlichsten zum Halloysit-Ausbringen beiträgt, sind die Lagerstätten auf Neuseeland. Dort werden im Wesentlichen Rohstoffe abgebaut, die aufgrund ihres Gehaltes an kristallin SiO2 neben Halloysit in der keramischen Industrie Verwendung finden können. Favorisiert wird diese Applikation auch durch die sehr niedrigen Eisengehalte, die ein sehr hochweißes keramisches Endprodukt ermöglichen. Daneben werden diese Materialien noch eingesetzt in der Papierindustrie zum Teil. Andere Kriterien, die eine Rolle spielen, neben den Eigenschaften des Halloysit selbst, sind die mineralogischen Beimengungen. Das können Quarz sein, das können Cristobalit sein, das ist in vielen Fällen auch schwefelförmige Verbindungen, zum Beispiel Alunit, die dann über bestimmte Anwendungsmöglichkeiten entscheiden. In der Regel ist es so, dass aufgrund der Feinkörnigkeit
die Möglichkeiten einer technischen Abreicherung solcher Beimengungen reduziert sind. Und ein drittes Kriterium, was eine sehr deutliche Rolle insbesondere für eine zukünftige Applikation im Bereich der Life Science Industrie ist, sind die Gehalte an geogen bedingten Kontaminanten, wie zum Beispiel Bleigehalte, Arsengehalte, Cadmiumgehalte oder Quecksilbergehalte im PPM-Bereich. Wenn Sie dort bestimmte Grenzwerte überschreiten, ist eine Applikation nicht möglich. Und wir haben im Zuge unserer Untersuchung festgestellt, dass also das Vorkommen von Alminerals nahezu die niedrigsten Kontaminantengehalte aufweist und von daher auch prädestiniert ist für bestimmte Produktentwicklung in der Zukunft. Nun ist es ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass zum Beispiel das Salicylit beim Einsatz in der keramischen Industrie voraussichtlich einen eher niedrigen Preis erzielt. Sie arbeiten daran, fortschrittliche und zukunftsgerichtete Technologien zu entwickeln, die diese Eigenschaften des Saliciten nutzen. Davon erwarten Sie wahrscheinlich auch eine deutlich höhere Preisgestaltung. Das ist richtig. Das, was wir verfolgen, ist nicht, dass wir die bekannten Commodity-Applikationen im Bereich keramische Industrie oder im Bereich der niedrigpreisigen funktionellen Füller verfolgen, sondern wir versuchen im Grunde genommen Hightech-Applikationen zu entwickeln, die natürlich dann auch ein anderes Preispotenzial mitbringen. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben also Testverkäufe gemacht von solchen Materialien für bestimmte Anwendungen, die wir gemeinsam mit Partnern entwickelt haben im Bereich sowohl Life Sciences als auch Material Sciences, wo ein Preisniveau erreicht werden konnte von nahezu 30 Euro pro Kilogramm. Können Sie das vielleicht ins Verhältnis setzen zu anderen Materialien aus dem Bereich? Ja, das sind natürlich Preisrelationen, die für Industrieminerale außerordentlich selten sind. Und wenn Sie das mal messen an den Preisen, die beispielsweise für Industriemetalle bisher gezahlt werden, also im Bereich Kupfer oder Zink oder auch Zinn, die schon hochpreisiger sind, dann haben Sie dort einen deutlichen Vorteil. Das heißt, Sie haben einen Faktor 2 bis 3. Okay, interessant. Jetzt haben wir im Allgemeinen gesprochen über mögliche Anwendungen im Bereich Life Sciences zum Beispiel. Könntest du vielleicht ein paar Beispiele dafür geben, was Möglichkeiten sind, Halosite gewinnbringend einzusetzen? Sie können das in entsprechenden Kosmetikformulierungen einsetzen, weil Sie einerseits diese Halositen-Nanotubes beladen können mit bestimmten Agenzien. Große Kosmetikkonzerne sind dabei, solche Entwicklungen zu testen, also beispielsweise Beladung mit Glycerin oder mit Anti-Aging-Substanzen. Es gibt ein Produkt auf dem Weltmarkt, was Halosit-basiert ist im Bereich der Keramikindustrie, basiert im Wesentlichen auf dem Halosit-Vorkommen aus Neuseeland. Hier wird ein Peeling-Material für den Markt bereitgestellt, was außerordentlich gut in der Wertschöpfung ist. Das sind verschiedene Entwicklungen im Gange. Auch wir haben hier über unsere Kooperationspartner Entwicklungen zu laufen und haben die ersten Applikationen in neuen kosmetischen Formulierungen untergebracht. Der gesamte Bereich Medical Device, Pharma, ist im Grunde genommen sehr intensiv in der Forschung unterwegs. Hier gibt es in China große Forschungsgruppen, die sehr intensiv an diesem Thema arbeiten. Ähnlich ist es in den USA. Wir selber sind in einem Projekt, mit einem Projekt befasst, welches mit dem Institut für Diabetes in Karlsburg durchgeführt wird, um hier ein Hämostatika zu entwickeln, welches mineralbasiert ist. Wir haben die ersten Untersuchungsergebnisse vorzulegen, die außerordentlich erfolgversprechend sind und zumindest gleichwertig sind nach dem bisherigen Stand in der Funktionalität wie vorhandene Hämostatika, die am Markt sich befinden. Das klingt schon mal sehr interessant. Jetzt
haben wir auch drüber gesprochen, dass es ja lange daran geforscht wurde und unter Einsatz hoher Geldmittel sogenannte Nanocarbon Tubes synthetisch herzustellen. Ist das eine Konkurrenz für jetzt das Halosit-Produkt? Ja, das ist natürlich eine Konkurrenz. Es ist eine Konkurrenz im Wesentlichen basierend auf den deutlich größeren Mengen, weil die synthetischen kohlenstoffbasierten Produkte natürlich sowohl in der Menge als auch im Preis sich ganz deutlich unterscheiden. Und man kann natürlich vor dem Hintergrund der mengenmäßigen Verfügbarkeit, die die Natur für uns geschaffen hat, und insbesondere auch der preislichen Situation, die sich ergibt. Also die Halosit-Nanotubes sind natürlich deutlich günstiger für zukünftige Anwender darzustellen, als dass die synthetischen Nanopartikel sind, entsprechend der Entwicklung untersetzen. Was dazu kommt, ist, dass die bisherigen Untersuchungen gezeigt haben, dass toxikologische Unbedenklichkeiten bestehen für die Halosit-Nanotubes. Entsprechende Einstufungen sind erfolgt durch die EPA zum Beispiel in die Klasse 4a in den USA, und auch andere Einstufungen nach der Pharmakopeia lassen die Verwendung zu, während das für synthetische Nanopartikel zum Teil in Frage steht oder zum Teil schon ausgeschlossen ist. Vielen Dank für das Gespräch. Das war es jetzt mal soweit von mir. Vielleicht werden wir in Zukunft wieder auf Sie zukommen und Ihr Wissen versuchen, ein wenig abzuschöpfen. Danke.